So, ich bin's wieder. Ja, ich hänge noch eine Folge Kauder und Sondeln hinterher. Ich bin es hier geblieben gleich, habe die Funde eben eingemessen und ich mache nochmal 20 Minuten, setze einen Timer nochmal und es geht nochmal weiter in diese Richtung, wo ich eigentlich laufen wollte. Ich habe die Strecke gerade mal zur Hälfte fertig, von daher gucken wir mal, was da noch kommt. Und ich starte den Timer jetzt und dann geht's los. Und es geht sogar gleich mit einem guten Signal los, oder? Naja, gut, okay. Sehr tief, so kommt es völlig mit Eisen rein. Mit minus 3 beim Einmitteln, ihr seht's. Ja, ich lasse es natürlich völlig offen hier, also ich habe nichts ausgeblendet, so dass ich dann auch wirklich auch die schlechten Signale grab. Scheint mittig tief zu liegen. Ja. Bisschen in der Ecke drin, macht nichts. Und ich hab's Hause. Doch hier drin. Ah, hier ist es schon. Ein Eisennagel. Kannst du dich fast immer darauf verlassen. Eine Seite schlecht, eine Seite gut. Ist gleich Eisen. Aber nicht immer. Das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. So. Das kann eigentlich nichts werden, aber hier ist ein Signal. Also graben wir es an, recht tief soll es sein. Kommt nur mit 10 rein beim Einmitteln. So beim normalen Schwenken nur mit 7, ungefähr 7, 8. Mit 6 jetzt. Hier unten. Also ich habe schon gelockert. Ja, das ist es hier. Irgendein Brockenblech, ein ganz kleiner. Ja. Gut, weiter geht's. Da war ich gewesen, da war ein Loch. Oh. Ihr hört im Signal, zirpt so ein bisschen und kommt in eine Richtung mit minus 5, 6 rein. Oh. So was Größeres. Hoffentlich nicht wieder so ein Eisenfragment, wo ich im ersten Moment einen Schreck bekommen habe. Ich mache mal lieber den Sicherheitsausstich. Was ist drin? Hier haben wir ein Stück Ziegel. Hier war ja nichts drin. Also hier unten vibriert er, hier unten muss er stecken. Vielleicht mal wieder der Klassiker jetzt, Hufeisen oder Ochsenschuh. Oh, ich hab's. Ja, ach so. Anschalten wäre von Vorteil. Ich hab's nämlich noch nicht.
Das soll es jetzt sein. Und hier, ihr seht Eisen. Ja, ein Stück Eisenblech. Hier haben wir es, ach, sogar nur von Mähbalken. Und ab geht die Luzi. Das lassen wir, das ist wahrscheinlich ein Basaltstein. Ich habe ganz leicht im Hintergrund den Schwebton an. Und das hilft mir ein bisschen besser, bei diesen mineralisierten Böden klarzukommen. So, also hier ist wohl wieder eine Stelle, wo ich schon mal war. Hier kommt wieder gar nichts mehr. Schöner ist, man sieht so ein bisschen seine Spuren, wo man lange läuft jetzt. Oh. Ach, naja, gut, der Wert ist ja nicht gerade berauschend. Sechser Wert, nur nicht sehr tief, wie es aussieht. Aber ich glaube, es wird eine Überraschung. Hier, ja, guckt euch das an. Mann, ich glaube, das wird eine Münze. Guckt doch mal. Ja, wie super. Oder ist das ein Knopf? Das könnte jetzt beides wählen. Ja, ich lasse das mal hier oben liegen. Ich glaube, das ist eine Münze. Das messe ich nachher wieder ein. Das ist auch eine gute Idee, das einfach immer so liegen zu lassen. Dann weiß ich wenigstens bei diesem Sondeln, wie ich es jetzt gerade praktiziere, weil ich es während dem nicht machen möchte, es hält mir so sehr auf. So. So, 15, 16er Wert. Kann sein, dass ich euch jetzt gleich mal wegschalten muss. Da kommt ein Auto, der will scheinbar was von mir. Keine Ahnung. So, 16er Wert haben wir hier drin. Hört sich gut an, das Signal. Oh, guckt euch das an. Mann, 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 ein super Wert, ein super Fund. Ein wunderschöner Knopf. Ja, herrlich. Den zeige ich euch auf jeden Fall auch noch mal. Super, die Leute sind neugierig, das glaubt man gar nicht. So, lege ich mir auch wieder daher und am Schluss wird es eingemessen. Wahnsinn, Mensch. Und dann ist das Sondelglück mir echt wiederholt. Allgemein sind die Funde hier auf dieser Wiese, habe ich jetzt schon festgestellt. Auch schon wieder ein Signal. Nicht mehr die besten vom Zustand her. Also es kommt jetzt so mit minus 4 rein beim Schwenken. Jetzt auch mit minus 6. Aber es geht auch mal auf 16 hoch. Und es soll sehr tief liegen. Von daher graben wir das Ding jetzt einfach mal an.
Wenn man im Pinpointer glaubt, in der Tasche ist, was man das noch an. So. Ich glaube, das liegt sehr tief, was es auch immer werden könnte. Es könnte ein Jäger sein, der da zur Jagd möchte und denkt jetzt, ich bin hier wahrscheinlich noch stundenlang zugange. Ach, hier unten drin ist es. Wenn so ist, dann stoppe ich den Timer dann einfach und dann geht es dann da einfach weiter. Weil ich kann jetzt auch nicht so sein, wenn er etwas von mir will, dass ich ihn einfach ignoriere, nur weil ich stur meine Zeit ablaufen möchte hier. Ist nicht groß, was ich hier habe. Hier haben wir es. Eisenfragment. Na gut, der Wert war nicht der beste. Ist richtig. So, Loch wieder zu. Weiter geht's. Ich denke mal, 10 Minuten. Wenn wir noch haben, in diese Richtung und ja, das ist mir zu schlecht, zu schlecht. Das nehmen wir mit, weil es sind dann wieder nur solche Fitzelchen, die mini klein sind, die du 10 Minuten lang suchst, aber das ist ein Signal, was entweder ein Eisen blocken wird oder einfach ja, vielleicht sich doch noch zu einem guten Fund entwickelt, das kann sein. So, also kommen mit über 20 jetzt rein. Ich habe es noch nicht gefunden. Pinpoint hat es noch nicht. Diebe. Okay, ein bisschen mehr hier hüben. Mache ich ungern, dass ich nochmal eine Scholle aushebe bei der Wiese. Ich hoffe immer, dass es beim ersten Mal einmitteln einfach passt. Aber das muss ich jetzt nochmal schwenken. Hätte ich gleich machen können. Mit der Zeitverschwendung. Was Größeres wieder. Ah, hier hinten. Okay, ich war nur ein bisschen falsch. Hier, und es ist ein Eisen, ja. Manchmal weiß man es einfach schon. So, jetzt muss ich das mal wieder ein bisschen puzzeln. Wenn ich das wieder hier reinkriege und richtig festtreten. So. Und er ist wieder von dannen gefahren. Vielleicht dachte er sich, bei so wichtigen archäologischen Ausgrabungen möchte er jetzt nicht dabei sein, nicht stören. Keine Ahnung. War ein Witz. So, weiter geht's. Hier. Obwohl, warte mal, das war doch ein Signal, was mache ich denn? Ja, das war jetzt wieder diese Gewohnheit, dass ich das für nicht gut genug befinde. Und nein, ich habe gesagt, ein Signal ist wie ein Signal reinkommt. Wenn es halt ein bisschen schlecht in eine Richtung kommt, wird gegraben. Dann mache ich keine Ausnahme. Schaut euch mal an, wie gut das jetzt plötzlich wird. Ich vermute zwar trotzdem, dass es bei Eisen bleibt. Aber es kommt schon mal besser rein jetzt. Und hier drin ist es. Ja, und es ist wieder ein Eisennagel. Hier.
bin so im Fokus, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich jetzt heute schon wieder alles gefunden habe, jetzt in der Runde. Aber ich habe dir Gott sei Dank diese Löcher mit den wichtigen Funden offen gelassen. Oh, schöner Wert. Glatzips, na, das wird wieder eine Plombe. Habe ich in irgendeinem Video zuletzt schon mal eine gefunden mit einem glatten 17er Wert. Da hatte ich auf was anderes gehofft. Weil Silber hatte ich auch schon mit 17. Aber kann ja noch werden. Solche Signale lässt natürlich kein Mensch liegen. Oh, ich sehe schon. Oh, es ist eine Münze, es ist auch eine alte Münze. Ah, oder ist es denn doch ein Knopf? Nein. Eine schöne Kupfermünze. Aber wie ich schon gesagt habe, hier auf dem Acker, das Kupfer, das ist so angegriffen. Boah, da kriegst du nichts mehr raus. Sie ist platt wie eine Flunder. Und man ist sie auch. Sie ist extrem dünn, ja. Aber gut, immerhin. Ich messe trotzdem mit einem. Das mache ich ja sowieso bei allen Münzen, ob man nur was erkennt oder nicht. Und ja, gucken wir mal, was noch kommt in den verbleibenden paar Minuten, die wir vielleicht noch haben. Jedenfalls war es schon wieder. Oh, geht weiter. Eine tolle 20-minütige Runde. Und wisst ihr, was das Schöne ist an der ganzen Sache? Ich spare mir die große Bildbearbeitung. Ich habe ein Video, ich habe einen Schnitt und fertig. Ein paar Bilder drüber gelegt und gut ist. Und Funde kommen ja momentan auch. Okay, der Wert ist jetzt gut gewesen. Aber es scheint noch tiefer zu liegen. Ja, ich wiederhole es immer wieder. Falls Neulinge dabei sind, die mich noch nicht gesehen haben. Wenn der Timer abläuft und ich bin noch am Graben oder am Detektieren, dann wird das Signal immer noch mitgenommen. Weil es ist ja schließlich schon detektiert worden. Okay, ich glaube, es liegt hier. Ich bin da völlig falsch. Müssen wir noch mal so einen Spanstich rausnehmen. Hier liegt auch ein Stein. Komisch. Jetzt müssten es doch klingen. Das Signal hält gerade auf, ja. Da liegt ein großer Stein drunter. Aber hier liegt auch das Signal. Ja. Das ist wieder so ein Basaltstein, der wieder stark mineralisiert ist. Und? War doch noch eben da unten drin. Jetzt kann das doch nicht sein. Am an, am aus, am an. Pff, hallo, was ist jetzt los? War das doch... Nein. Ich glaube, ich habe das einfach nur total verschoben jetzt. Müssen wir noch mal ein Stück nachgraben. Wer weiß, was da gelegen hat. Ja, jetzt kommt es wieder deutlich rein. Irgendwo da unten. Doch ziemlich tief, ne? Aber jetzt haben wir es. Ich bin gespannt. Okay, nur eine Eisenschraube. So, jetzt müssen wir die Sauerei wieder zumachen. Gucken, wo was wieder reingehört. Gehört halt dazu. Bei so größeren Sachen
zwischendurch mal festdrehen. Oh, siehst du, das hat doch gepasst. Gut, Zeit ist rum. Ich laufe jetzt wieder zurück, tue meine 3-4 Funde, die ich gemacht habe, einmessen. So, und heute eine super Runde, Leute. Also ich echt, kann mir nicht anders sagen, was in 20 Minuten alles so passieren kann. So, gut, okay. Jetzt geht's nach Hause. Schön gemütlich Kaffee trinken und Bier vielleicht auch. Je nachdem, wann ihr das Video gerade guckt. Vielleicht zum Frühstück, vielleicht zum Abendbrot. Vielleicht auch zum Mittag, wer weiß. Jedenfalls viel Spaß dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, der Medieval Treasure.